Yo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück auf meinem Channel. Ich teste hier die Beta von Tom Clancy's Division. Ist um 13 Uhr rausgekommen. Hammergeil auf jeden Fall. Ich habe mich echt tierisch die ganze Zeit drauf gefreut. Ich habe es mir ja auch schon vorbestellt. Ja, eigentlich möchte ich ja hier mit Leuten aufnehmen, wo ich kenne. Aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Da hinten sind die sogar. Hacky, Vector und Timbo. Ja, die kenne ich. Mit denen zocke ich auch Rainbow immer zusammen. Ja, natürlich ist das alles hier jetzt blind. Man weiß natürlich noch nicht, was man machen soll. Ist ja klar, wie bei jedem Spiel, wenn es neu ist. Aber auf jeden Fall cool, dass man da direkt online in einem Squad rein kann. Das finde ich echt mega geil. Ja. Gut, dass der Anfang, das Drum und Dran, das war so langweilig. Das wollte ich eigentlich euch ersparen. Da hat man, ja, halt die Standarddinge gezeigt bekommen, wie man sich bewegt und so, ja. Oh, man kann sogar auch rennen. Wie bei Rainbow ist das, wenn man L3 gedrückt hält, kann man rennen. Umgebungsmäßig sieht das eigentlich bisher auch schon mal ganz, ganz cool aus. Ja, ich bin ja hier im Squad drin, die kenne ich. Man sieht's nur, über die Party können wir jetzt im Moment nicht reden, leider. Deswegen rede ich jetzt hier alleine. Aber ich schaue, dass mal beim nächsten Mal alle zusammen dann reden. Gut, da ist ja der 0,4 Kilometer Operationsbasis errichten. Das ist ja schon mal auf jeden Fall nice. Also kann man sich da sozusagen eine Basis einrichten. Aber ich weiß gar nicht, wo die hinrennen. Die rennen alle gar da hinten hin. Warum, weiß ich jetzt nicht. So, jetzt schaue ich mal, was ich hier alles so habe. Ja, Inventar, Fähigkeiten. Ihnen stehen jetzt Fertigkeiten zur Verfügung. Fertigkeiten erweitern Ihren Werkzeugkasten um weitere taktische Optionen. Okay. Also kann man dann sich hier Fähigkeiten freischalten. Impulsgeber einen Platz zuweisen. Komm, ich mach's mal. Medizin habe ich jetzt zugewiesen. Ah, dann, man kann das dann ersetzen, eine Platz zuweisen. Ne, da lasse ich das jetzt erstmal so. Was entdeckt Chelsea? Wie kann man die Waffe... Ach so, bei Dreieck kann man die Waffe umändern. Also eigentlich wie bei Rainbow. Baller hier einfach mal rum. Habe ich jetzt hier einen Krieg angezettelt oder so? Bam. Also, auf jeden Fall mal gar nicht so übel. Man muss sich zwar noch so an die Steuerung gewöhnen, nachladen tut man auf Viereck. Wie kann man eigentlich in Deckung gehen? Achso, mit Kreis kann man aufs Auto drauf. Ich suche gerade hier irgendwie meine Deckung. Auf jeden Fall muss ich jetzt dahin gehen, um die Operationsbasis zu errichten. Auf jeden Fall hammergeil jetzt, das mit dem Schnee so, das kommt schon irgendwie richtig geil rüber. Erinnert mich so irgendwie die Atmosphäre so, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, wenn ihr es ja kennt, geht ja online, wo Schnee war, über die Weihnachtszeit da mal kurz. Irgendwie, ja, schick voll.
Manche haben gesagt, irgendwie, oh, holt ihr das Spiel nicht, das wäre scheiße, aber man will sich ja immer irgendwie seinen eigenen Eindruck machen, wie das Spiel ist. Von daher. Ich gehe jetzt erstmal dahin und. Oh. Das sind Gegner. Nee, es scheinen aber keine böse zu sein. Weil die werden als grün angezeigt. Ich werde einfach mal jetzt hingehen und die Operationsbasis errichten. Mal sehen, was dann passiert. Das ist ja gleich da vorne. Zu meinen Freunden kann ich ja immer noch da hinzustoßen. Aber jetzt erstmal sehen, was... Okay. Da ist eine Leiter, aber ich muss da vorne hin auf jeden Fall. Ach, man kann sogar noch so einen Sprung machen, wenn man per Doppelklick die X-Taste. So. Noch 100 Meter. Ist ja gleich da vorne. Und dann sehen wir mal, was passiert. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Okay. Alles klar? Ja, ja, alles klar. Cool, die reden sogar mit mir. Ist ja mal Hammer. Einheit 43, Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Alter! Ja, muss ich die jetzt alleine sichern oder was? Die Grafik ist doch auch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich verliere Energie. Ah, die ladet sich anscheinend wieder auf, nach einer Zeit. Natürlich versuche ich so langsam wie möglich da voranzuschreiten. Alter. Er ist schon geil auf jeden Fall, irgendwie. Nur natürlich, ja, mit der Steuerung muss man natürlich klarkommen. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie ich hier in Deckung kann gehen. Ach so, da muss man, wenn man irgendwo davor ist, muss man dann X drücken. Da wird es ja auch angezeigt. Cool, auf jeden Fall. Natürlich muss man auch taktisch hier vorgehen, ne? Wie man sieht. Also, heißt nicht einfach hinstürmen und losballern. Nein! Ich muss mich noch etwas an die Steuerung gewöhnen. Das ist aber ganz normal, ne? Bei einem neuen Game.
Ah, mit L3, wenn man drückt, kann man dann hier so seine Position ändern. Die müssen alle sterben. Bam. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Also ich bereue nicht, was ich vorbestellt habe. Schaut euch mal an hier, diese Hochhausgebäude hier. Finde ich echt so geil, sieht das aus. Boah, ich muss auf meine Energie aufpassen. Gut, die, wo bei uns auf der Seite sind, die kann man natürlich nicht abballern, wie man sieht. Was auch gut so ist. Sag mal, will der nicht kaputt gehen oder was? Was ist denn das für einer? Bäm. Komm, geh kaputt. Geht ja schon mächtig hier zur Sache, auf jeden Fall. Jawoll. Schnell weg hier. Was sind das für eine Punkte? Ach so, das ist das, was man nehmen kann. Das sind Gegenstände. Was ist denn das eigentlich für eine Waffe? Okay. Ne, die Dark gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut. Zack, weg mit dir. Oha. Zentrale, die Lage. Ein Satz abgeschlossen, jawohl. Mein offizieller Bericht. Hammer. Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Was? Die Operationsbasis entsperren? Okay, dann betreten wir sie mal. Kann man hier noch Gegenstände holen oder was, wenn die da so rumliegen? Gar keine Ahnung. Hat das noch ein anderer Kumpel der Party beigetreten? Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, in der nächsten Aufnahme, dass wir da alle zusammen in einer Aufnahme drin sind. Ach so, man muss hier rein, okay. Gut. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun.
Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Ja, okay. Der erste Einsatz ist abgeschlossen. Und hiermit beende ich jetzt mal hier die Beta. So habt ihr jetzt auch schon mal einen kleinen Eindruck in dieses Spiel bekommen. Also mir gefällt's auf jeden Fall bisher sehr, sehr gut. Und mal sehen, was hier noch so passiert. Ich werde auf jeden Fall noch Aufnahmen starten von der Beta. Ich nutze das aus auf jeden Fall, diese 2 Tage oder so, wie die Beta jetzt offen ist. Und werde auch natürlich dann auch dementsprechend Folgen noch weiter hochladen hier. Wenn es euch gefallen hat, der allererste Part von